Servus, grüßt euch. Heute machen wir die rechte Seite von den Fußrastern schon mal dran und die linke Seite kommt danach. Ich habe schon einen Teil der Midpacks abgemacht, damit wir nur die Platte haben und die einfach nur noch dran schrauben müssen und werde eigentlich einfach nur die Schrauben lösen. Hoffen wir mal, dass nicht zu viel Öl rauskommt und machen einfach dann die Platte drauf. Den Auspuff haben wir schon mal abgemacht. So, nun machen wir am Kickergehäuse weiter und machen die Schrauben hier lose. Ich hoffe, dass da nichts rausläuft. Wissen schützt nicht vor Dummheit, würde ich mal behaupten. Nichts tropft, also alles gut. Also könnt ihr das auch so machen. Ich habe jetzt gedacht, dass es anfängt zu tropfen. Hier ist so einmal die Platte. Ist natürlich gebraucht. Gibt es ja nicht mehr neu. Also schaut sie bei mir nicht allzu gut aus. Aber ey, für den Anfang reicht's. Fangen wir von unten an. So, jetzt machen wir natürlich mit dem Drehmomentschlüssel weiter und suchen uns natürlich dafür die richtigen Newtonmeter aus dem Betriebshandbuch raus. In unserem Fall habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, 18 bis 22 Newtonmeter. Stellen wir uns das doch ein. Ja, und das war es jetzt erstmal mit dem Einbau der Platte. Da habe ich gutes Werkzeug mitgebracht. Okay. Und jetzt pumpen wir mal das Bike hoch. Wir starten gleich. Man baut natürlich zuerst den Primärcover-Deckel weg. Ich glaube, das muss ich euch nicht zeigen, wie das funktioniert. Die paar Schrauben lösen, kriegt ihr auch, glaube ich, selber hin. Hier habe ich noch einen Quick-Tipp für alle, die die Kupplungsdruckplatte lösen möchten und nicht ständig immer das Gefummel mit den Federn haben möchten. Zwei Unterlegscheiben, zack, drauf und gib ihm. Mit dem Schraubenzieher fixieren und dann die Schraube rausschrauben. Dann die Unterlegscheiben reinlegen. Ist locker und jetzt könnt ihr die restlichen Schrauben einfach abmachen. Zack, der Kupplungsdruckdeckel ist schon weg. Nice. Zur Seite legen. Jetzt holen wir die Kupplungsscheiben raus. Jetzt haben wir alle Kupplungsscheiben raus. So, jetzt gehen wir an die Nuss hier. Ganz wichtig ist, das Getriebe und den Motor vorher nochmal von unten festzuschrauben, damit das Getriebe und der Motor noch in derselben Flucht liegen bzw. sich nicht verschieben beim Abbau des kompletten Primärgehäuses. Einmal die Adapter holen. Jetzt ist das Teil ab. Da wir jetzt das ganze Zeug abgebaut haben, haben wir jetzt hier einmal Sicherungstabs. Die müssen wir uns nur noch zurechtbiegen, damit wir überhaupt die Schraube hier aufmachen können. So, wichtig ist, diese Schraube lässt sich nur nach rechts öffnen. Nicht linke Seite, sondern rechte Seite. Offen. Zack. Jetzt holen wir uns den Klatschpuller und setzen ihn da an. Wichtig ist, das war mein erster Fehler, der mir jemals passiert ist, der aber ziemlich teuer war. Dumm nur, dass im nächsten Moment der zweite Fehler passiert, der noch teurer war. Hier ist die Kupplungsdruckstange. Die darf nicht gegen den Puller hier drücken.
Normalerweise gibt es hier so einen Adapter. Mein Verkäufer des Vertrauens hat leider diesen Adapter nicht mitgeliefert. Ich dachte aber, okay, bam, zack, drauf und das drückt dagegen und das Teil kommt ab. Nee, so nicht. Das war ein großer Fehler. Wichtig. Also, nicht mit diesem Bereich hier draufsetzen. Ganz, ganz wichtig. Du Vollpfosten, mach nicht so auf Lehrer, wenn du im nächsten Moment es wieder vergeigst. Nicht draufsetzen, nicht denselben Fehler machen wie ich, weil sonst wird er ziemlich teuer. Ja, gleich wird es sehr teuer. Wenn das jetzt stecken bleibt. Ja, das wäre ziemlich blöd. Das wäre richtig scheiße. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich habe nur eine Bier getrunken. Und in diesem Moment habe ich realisiert, dass die Nuss auf der Hauptwelle stecken geblieben ist und das Gewinde komplett aufgefressen hat. Im nächsten Video mache ich mich also an die Arbeit, das komplette Getriebe auseinanderzunehmen, bis aufs kleinste Rädchen und dann die Hauptwelle zu ersetzen. Falls euch das Video gefallen hat und euch meine Tollpatschigkeit nicht komplett verjagt hat, schaltet doch bitte wieder ein, lasst einen Daumen hoch, lasst ein Abo da, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Servus, dabei. Baka.